Nach einer Schießerei in Duisburg mit mehreren schwer Verletzten zeigte sich NRW-Innenminister Herbert Reul am Donnerstag entsetzt, aber entschlossen. Der gestrige Abend Duisburg führt uns vor Augen, wie enorm wichtig es ist, bei diesem Problem nicht nachzulassen. Wir stellen uns seit Jahren systematisch gegen die organisierte Kriminalität, gegen Clankriminalität und gegen Rockerkriminalität. Bei der Auseinandersetzung am Mittwoch waren rund 80 bis 100 Menschen aneinander geraten. Bei ihnen soll es sich laut Reul um Mitglieder der Hells Angels und eines türkisch-arabischen Clans gehandelt haben. 15 Personen seien festgenommen worden, die Mordkommission ermittelt.